sind wir wieder wo reingeraten. Ja, enger soll es nicht werden. Das schaut auf dem Video immer nicht so fies aus, aber ich bin eigentlich die meiste Zeit beschäftigt, mich festzuhalten, statt zu filmen. Adrenalin auszuschütten. I've been giving you the wish. Now you wanna stay the night. Pretty how you went. Spannend. Da hat man in der Früh vor 9 schon Adrenalin. Meine schwachen Nerven, sag ich immer. Mein armer Lack. Und dir gefällt es? Naja, mei, es ist auf alle Fälle spannend. Ich meine, wenn wir jetzt einen VW Golf hätten, wäre das alles entspannter. Sehr lustig. Da wäre man nämlich hier gar nicht reingefahren. Und es ist ja jetzt erst 10 Uhr und wir hatten schon Adrenalin und alles war spannend. Es ist jetzt eine von diesen weißen Straßen, wo man immer nicht weiß, was man bekommt, wenn man die wählt. Servus liebe Leute, zwei Dinge gibt es zu berichten. Zum einen schaut Beule äußerlich ziemlich ramponiert aus und seit ungefähr 2 Wochen wollen wir sie abschmieren. Eine Möglichkeit für eine Autowäsche ist schnell gefunden, für eine Werkstatt sind wir etwas am Suchen. Im Ort Adapazarı gibt es eine Art Kfz-Gewerbegebiet. Dort wird offensichtlich alles repariert und gewartet, was 2 oder 4 Räder hat. Wir bekamen sofort einen Termin für den frühen Nachmittag und haben uns gefreut, dass Beule nach der Autowäsche ihr Fett abbekommt. Ein Autoparadies. Ja, das ist der Eingang. Einfahrt verboten. Links abbiegen, dann nach 150 Metern rechts abbiegen. Silikonabschmieren erreicht. Das ist er, gell? Jürgen. Jürgen. Ah ja. Jürgen, du hast recht. Da wird unser Auto behandelt. Dieser freundliche Mechaniker und offenbar Chef der Werkstatt hat Beule perfekt versorgt. Als es ans Bezahlen ging, hat er abgewunken. Und als ich für die Chai-Kasse trotzdem Geld dalassen wollte, hat er eindeutig so geschaut, dass ich das Geld wieder weggesteckt habe. So etwas flasht immer wieder und macht auch ein wenig nachdenklich. Auch an der Stelle nochmals vielen Dank und vielleicht kommt es ja dem Herrn Erol Yılkın auf den verschlungenen Wegen des Internets irgendwie zu, dass wir uns immer noch sehr über diese Gastfreundlichkeit freuen. Die Menschen dort sind die beste Werbung für das Land. Und weil wir nicht schon wieder halbe Tagesreisen in endlose Täler absolvieren wollten, sind wir an dem Tag, am Beginn eines solchen Tales, gelandet. Ein netter Halbcampingplatz für 5 Euro, super netten Betreibern und der Gans Bartosz. Das Klientel bestand aus Tagespicknickgästen und uns. Wir haben beschlossen, 2 Tage zu bleiben. Warum machen wir das? Weil es 36,5 Grad hat und da unten gibt es Wasser. Da unten haben wir nämlich einen Fluss gesehen und den schauen wir uns jetzt mal an. Könnte klappen. Das mit der Abkühlung hat geklappt. Der Zugang war etwas erschwert. Und wir erwischen uns langsam bei Tagträumen von kristallklaren, etwas höher gelegenen Bergseen bei so 25 Grad. Aber heute müssen wir erst einmal bei der Richtung Westen immer flacher werdenden Türkei den nächsten Hügel finden. So, wir haben mal wieder auf dem Weg in die Berge. Wir hoffen, dass halt der Berg
hoch genug ist, damit wir einigermaßen Temperaturen haben. Also wir haben uns gedacht, wir machen unseren heißen Tee auf die Nacht. Vielleicht ein bisschen ein Glühwein. Dann werden wir alles verrammeln, machen alles dicht und schmarrn Ende. So, da wird man gewarnt, was da alles gibt. Interessant ist immer wieder, dass die Veränderungen in der Natur nirgendwo größer sind als in Nationalparks. Wie man auf der vorherigen Karte aber schon sehen kann, war das die einzige größere Erhebung in der ganzen Gegend. Wir waren wieder voll in einem Wintersportgebiet und haben uns einen ruhigen Platz in der hintersten Ecke ausgesucht, Bach inklusive. Und wir sind hier in so einem Naturschutzgebiet, was sich eigentlich widerspricht, weil es ein Skigebiet ist und ehrlich gesagt sehr touristisch zerstört. Da unten fließt ein kleines Bächlein, da konnte man sich heute früh schön erfrischen. So schaut es nett aus. Alte, aufgegebene, keine Ahnung, Scheune, Stall. Und da hinten sieht man schon ein bisschen die Lifte. Hier wäre der Wanderweg, den der Hubert wieder nicht gehen wollte heute. Und da oben sieht man schon die Dächer von irgendeinem riesen Luxushotel. Ja, aber wir waren froh, dass wir gestern dieses Plätzchen hier gefunden haben. Hatten wir noch Abendsonne, konnten schön heraußen sitzen, noch Salat machen. Und das waren unsere letzten drei Stationen in der Türkei. Die Hitze in den flacheren Gegenden hat uns etwas gelähmt. Und wir sind eigentlich nur von A weggefahren und haben geschaut, dass wir bei B einen kühlen Platz zum Übernachten bekommen. So, wir sind auf 1000 Meter ungefähr und stehen hier neben einem Bach. Da sieht man vielleicht ein bisschen durch. Da ist jetzt nichts Besonderes, aber man hat eine kleine Kumpi. Ziel heute ist Richtung Kanakkale, also wieder auf die europäische Seite langsam. Aber wird noch 2-3 Tage dauern und es sind noch 300 Kilometer. Und wir lassen uns Zeit und wollen immer ein bisschen höher, dass wir nicht so schwitzen müssen. Weil es hat unter Tags 35 Grad und das ist ein bisschen viel. Aber hier ist gut zum Aushalten. Ja, und es sind noch ungefähr bis wir da aus dem Wald wieder heraus sind und auf eine Art Bundesstraße wieder kommen, sind es noch um die über 30 Kilometer. Und zwar in der Kategorie jetzt ungefähr. So schaut es dann auch aus, so solche Wege. Und die Kinder auch mal schlechter werden, so wie da hinten. So, weg von unserem Schlafplatz. Das war keine Durchgangsstraße, das war einfach so ein Stichweg. Da ist keiner vorbeigekommen. Wir haben auch keinen Muizin gehört halt. Neben einem Bachal mit Gumpi. Und jetzt fahren wir weiter. Was haben wir heute für einen Donnerstag ist, gell? Auf jeden Fall. 21. Juli. Das ist aber ganz wichtig für mich. Ich weiß oft gar nicht mehr, was wir für ein Datum gehabt haben, wenn wir die Videos sichten und wo wir da waren. Auf alle Fälle, jetzt haben wir noch ja, gute 15, 16 Kilometer mindestens raus, wenn wir auf der Bundesstraße wieder sind, dann gibt es zwei Varianten. Also ich könnte eine kürzere Strecke nehmen, dafür muss ich hier dann nicht länger durch den Wald fahren. Also bis zu 35 Kilometer ebenso. Aber das ist ja wirklich eine Autobahn durch den Wald. Das kann sich aber innerhalb von Sekunden ändern. Das stimmt, ja. Nämlich jetzt. Jetzt ist die Frage, geradeaus oder darauf? Ich glaube, hier ist richtig. Waldsterben. Links sehen wir das Waldsterben. Krass, was die Holz haben da brutal. Also ein Steckerl darf gar nicht auffallen. Aber sowas machen wir nicht. Liegen so genug rum. An Holz ist kein Mangel. So, da haben wir jetzt eine kleinere Kluft noch zu überwinden.
Und heute gebaut noch ein bisschen. Ja, also ich finde das nicht schön, ehrlich gesagt. Und da drüben finde ich das nicht schön. So, jetzt. Bist du wahnsinnig? Das war's. Schätze, ich komm rein. Die sind wir so fertig. Ich bin fertig, ja. Das war jetzt nicht schön. Aber spannend. Hoffentlich müssen wir da nicht. Wir haben nur 2,4 Kilometer. Dann sind wir im Dorf. Und dann haben wir es geschafft. Heute gebaut machen wir Brücke. Für den nächsten. Da schaut es ja schon wieder. Nicht lustig. Komm rein, mein Tier. So, da war unser Gumpi. Und wir haben uns den Angstschweiß abgewaschen, also hauptsächlich Heike. Ja, mit deinem schönen blauen Turban. Schau. Ach, besser. Hast du Angst gehabt? Naja, also da wie das wieder so reingepackt ist in das Loch schon, ja. Oh. Hier ist auch leicht alles verstaubt schon. Nach 8 Wochen staubigsten Pisten. Ja, da vorne haben die echt einen Müllhaufen und schütten alles in den Bach, oder? Das zeigen wir gleich. Leider gibt es in den ländlichen Gegenden keine funktionierende Müllabfuhr. Gibt es halt nicht. Und die Menschen müssen sich auf diese Weise selber helfen. Wir haben unser Oberhalb frisch gemacht. Weil wir schlau sind. Wie heißt das Dorf? Kamlik oder Gamlik? Hat man es gehört, ob das Dorf Kamlik oder Gamlik heißt? Naja, aber so schauen die Bergdörfer im Prinzip alle aus. Da dürfen wir jetzt keine großen Ansprüche stellen. Mein Schatz tut immer alles am zu Fuß erkunden. Und immer wenn ich was machen will, dass ich links abbiege, sagt sie, ja, aber. Tut es mir wieder ausbremsen. Komm mal selber wegen dem Hinstellen. Also wegen dem Hinstellen muss ich kommen. Ich komme. Also der Platz war nix, wir müssen weitersuchen. Da haben sie jetzt sogar so Schneestampen rein, weil wahrscheinlich nur mit Schnee zu rechnen ist. Wir haben 41,7 Grad. Wir kommen gerade einmal so auf 700 Metern auf, wenn wir Glück haben. Da werden wir heute sauber eingehen, glaube ich. Ich bin einmal sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir einen schattigen Platz, schattigen China-Platz wenigstens finden. Da schadet es keinesfalls, die Wasservorräte aufzufüllen. Das Wasser an diesem Außenkanister benutzen wir zum Händewaschen, Füße waschen, Schuhe waschen, aber nicht zum Trinken. Und der Kanister ist voll praktisch und war ein kleiner Gamechanger, weil wir nicht mehr wegen jedem Tropfen Wasser ins Auto mussten. Und ich hab's gebaut. Ein Selbstaußenbau. Das ist doch total wichtig in diesen Vanlifer-Kreisen. Nach relativ langer Fahrt, aber definitiv nach langer Suche, haben wir einen Platz in einem schönen Eichenwald gefunden. Wir haben jederzeit damit gerechnet, Besuch von den Wildschweinen zu bekommen. Am nächsten Morgen ging es weiter zu unserem letzten Übernachtungsplatz in der Türkei. Vom Schlafplatz weg durch den wunderschönen Eichenwald Richtung Lapseki, wo wir am nächsten Tag über die Brücke wieder auf den europäischen Teil wechseln. Gelandet sind wir hier. Ich sag nur eins, keine Fotos, kein Film, viele Kühe und Windräder und warm.
Mit der Türkei sind wir damit durch. Wir waren fast 2 Monate und hatten eine schöne Zeit, unglaublich schöne Landschaften und nette Leute kennengelernt. Trotzdem freuen wir uns jetzt wieder auf etwas anderes. Schon die Einreise nach Griechenland fühlte sich an wie Heimkommen. Doch wie sehr wir die Heimreise genießen und was wir noch erleben, das seht ihr im nächsten Teil, der dann auch der letzte Teil dieser Reise ist. Also bleibt dran und macht's gut!